dass Angela Merkel mit der CDU heute auf Platz 1 landen wird, das war nach allen Umfragen so gut wie sicher, aber dass sie so stark verlieren wird, damit haben in der CDU dann nur wenige gerechnet. Aber noch schlimmer ist diese Wahl heute für die SPD gelaufen, vom Kanzlerwechsel keine Spur. Stattdessen das schwächste Ergebnis, das es für die Sozialdemokraten je gegeben hat. Die beiden Wahlsieger heute Abend, das sind FDP, vor allem aber AfD. Und so sieht das Ergebnis im Detail aus. Die CDU kommt auf 33%, ihr zweitschwächstes Ergebnis bisher, ein Minus von 8,5 Prozentpunkten. Die SPD fällt mit 20,7% und einem Minus von 5 auf ihr historisches Tief. Die Linke legt leicht zu auf 9%, ähnlich die Grünen, die auf 8,9% kommen. Die Freidemokraten feiern mit 10,6% und einer Verdoppelung ihrer Stimmen ein starkes Comeback. Und die AfD, die 2013 den Einzug in den Bundestag noch knapp verfehlt hat, kommt heute auf 13,0%. An Mandaten sind das nach derzeitigem Stand 239 für die CDU-CSU, 150 für die SPD, 65 für die Linke, ebenfalls 65 für die Grüne, 77 für die FDP und 94 neue Abgeordnete für die AfD.